So, meine lieben Knäckchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen. Popöchen ist wieder am Start. Endlich mal wieder, denkt ihr jetzt, ne? Denke ich auch. So, einmal kurz richtig umsetzen. Ja, willkommen zurück. Toll. Weiter geht's. Es war lange her, ich weiß selber. Ich bin gerade selber so ein bisschen raus, muss ich selber wieder ein bisschen reinkommen. Kriegen wir bestimmt ganz schnell hin und los geht's. Tut mir leid, ich würde mir nur so wünschen, dass es mit ihr besser klappte. Es geht um Laurie. Aber ich weiß nicht, wie ich sie nehmen soll, damit sie sich mit ihr anfreundet. Es geht um Laurie. Weißt du, als du angekommen bist, hatte dich niemand so wirklich geschätzt. Was? Nicht einmal Nikolai? Aber natürlich, er ist ja derjenige, der dich angestellt hat. Huch, ich sehe ihn leicht verblüfft an. Das war der Daddy. Ich dachte, das wäre euer Vater gewesen. Sagen wir es mal so, dass sie unseren Vater Nikolais Entscheidungen abgesegnet hatte. Er hatte gekümmert sich um solche Details. Solange wir keine Probleme machen, mischt er sich uns nichts ein. Unser Leben hier ist für ihn unwichtiger, verstehst du? Aber er ist so einsam und macht sich Vampirkinder, ne? Die Armen. Ihr seht ihn also nicht sonderlich oft? Nein, nee, und das kommt dir durchaus auch entgegen. Das wird Laurie nicht gerade dabei helfen, ein inneres Gleichgewicht zu finden. Peter seufzt und räumt ein paar Partitionen weg. Er war ja auch am... Ja, er war am Klavierspielen, ne? Jetzt komme ich darauf. Kann es sein, unser Vater zeigt eine Tendenz, eine große Schaden auf unsere Familie zu laden, wenn er mal wieder eine Gegend ist. Wenn ich Nikolais und Peters Beschreibung so höre, dann handelt es sich offenbar um einen sehr eigenartigen Mann. Er scheint ein eher zerstörerischer Mensch zu sein. Er bringt alles durcheinander und reißt dann wieder ab, um Monate, wenn nicht sogar jahrelang, nichts von sich hören zu lassen. So einen Vater braucht man. Was mich ein wenig beunruhigt, ist der Fakt, dass sie trotz dass sie zu dritt sind und alle übernatürlichen Fähigkeiten verfügen, ihn doch trotzdem ziemlich fürchten. Ja, da denke ich auch drüber nach die ganze Zeit. Das kann ja nicht so ein netter Mensch sein, ne? Ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Schiss, wenn die Begegnung das allererste Mal den Vater von denen passieren sollte. Sollte dir passieren, hoch, da bin ich gespannt. Ich hoffe ja mal nicht, ne? Am nächsten Tag komme ich etwas von der Zeit auf den Campus an und möchte mich so für meine Verspätung am Vortag entschuldigen. Ich habe Sarah angeboten, dass wir uns vor dem Kurs treffen und gemeinsam einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen zu können. Sie hat das Angebot gerne angenommen. Als ich mit zwei Bechern Kaffee zu ihr komme, nachdem wir beide ziemlich verrückt sind, springt sie mir fast um den Hals. Bis? Du bist ein echter Schatz. Wir sollten das viel öfters tun. Gute Idee. Warum nicht? Wir können uns ja zweimal die Woche ein bisschen zeitiger zum gemeinsamen Frühstück treffen. Vielleicht bei uns bei den Bartolis. Abgemacht. Das klingt echt gut. Ich freue mich schon darauf. Sieh mich an. Dieses prächtige Gesicht oder strahlende Grinsen. Du hast also offenbar besser geschlafen als die Nacht davor. Stimmt. Ich werde künftig nicht mehr den ganzen Abend lang lesen, bevor ich schlafen gehe. Das halte ich sonst nicht lange durch. Ja, du warst gestern so liebenswert wie ein Brummbär. So ein Quatsch, du übertreibst. So sehr auch wieder nicht. Das war ja auch wegen diesem Biest namens Samantha. Du hast doch gesehen, wie sie mir meinen Tag versaut hat. Das liegt daran, dass du neu hier bist. Du wirst dich schnell an ihr Geschwafel gewöhnen und sie irgendwann einfach reden lassen. Sie hat ein bisschen eine Macke, aber mach dir keinen Kopf. Jeder weiß hier, wie sie tickt. Die meisten versuchen einfach, um sie einen größtmöglichen Bogen zu machen. Oh, schade, schon vorbei. Machen wir wegen Werbung. Ja. Aber ich habe ihr doch gar nichts getan. Das Problem ist, dass Lohn ein Auge auf dich geworfen hat und das wird sie nicht so schnell vergessen. Na toll. Als ob das mein Fehler wäre, genau richtig. Na super, ich hab sie jetzt ewig an der Backe, nur weil ihr Typ, von dem ich gar nichts will, sich einmal zu sehr für mich interessiert hat. Sarah nimmt einen großen Schluck von ihrem Kaffee und sieht mich grinsend über ihren Becherrand an.
Das ist der Preis des Ruhms. Darauf würde ich liebend gern verzichten. Es muss doch einen Mittel geben, damit sie mich ein für alle Mal in Frieden lässt. Sie davon zu überzeugen, dass du nicht auf ihren dämlichen Footballfreund abfährst. Das wär's doch. Naja, das könnte sie ja auch selber erkennen. Ich werde mich doch nicht abmühen und mich für irgendwelchen Blödsinn rechtfertigen. Das wäre nur eine Variante, damit sie dich in Ruhe lässt. Sarah sieht auf einmal ganz teuflisch aus. Okay, liebe Leute, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, ich werde es wieder schaffen. Ich bin gerade wieder neu in der Ausbildung angefangen. Und ich hoffe, es wird schaffen, jetzt noch am Mittwoch noch eine neue Folge rauszubringen. Es soll nicht die letzte Folge vor Weihnachten gewesen sein, der letzte sogar dieses Jahres. Das wäre ja total fürchterlich, ne? Also, mein lieben Kinderchen, das war's schon wieder. Lasst ein Abo oder Daumen nach oben und schreibt was Nettes in den Kommentaren rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, Freunde.